willkommen auf einem weiteren Versager-RP-Server, wo gleich direkt ein Einreisebeamter kommt, der dann petzen wird, weil er einen Stock im Arsch hat und mich dann einfach bannen wird. Oh nein. Bitte kein Rentner, bitte kein Rentner. Hallo, hören Sie mich? Das ist ein Rentner. Hallo? Jo. Ah, jetzt höre ich Sie. Wollen Sie mal kurz mitkommen? Oder nee, wir machen das anders. Warten Sie mal kurz hier, ich hole Sie gleich. Ja? So, dann kommen wir auch schon zur Endstation unserer Reise. Gott sei Dank. Wenn Sie hier durch die Tür gehen, an den Tresen gehen, da finden Sie auf jeden Fall ein Auto, was Sie sich leisten können. Ja, okay. Dann wünsche ich Ihnen viel Spaß, heiße Sie herzlich willkommen und wir sehen uns. Ja, danke. Ja, ja, danke schön. Endlich haben wir es geschafft und nach 40 Minuten Einreise, ne? Wenn der nur wüsste, wen er gerade eben reingelassen hat. Ach so, ihr wisst ja gar nicht warum. Ihr hört mich normal, aber ich benutze einen ziemlich guten Stimmverzerrer und deswegen, somit sind wir dann drin. Oh, nee, wen haben wir denn da? Sind Sie Schrauberin hier? Nein. Ach so, machen Sie gerade ein Foto von der Dame, oder? Ich mache gerade ein Foto von meinem Auto. So, da ist Ihr Platz, hier steht Ihr Auto. Ich möchte nicht getragen werden, ja? Viti, ist das Twitter oder was? Gelbe Seiten, ah. Kann ich das posten? Wollen Sie mir vielleicht die Karre tunen, wenn Sie hier schon arbeiten, oder? Mach ich gleich. Ich bin gleich für Sie anwesend, weil ich höre Sie gerade schlecht. Ja, ist gar kein Problem. So, was soll's denn komplett sein bei Ihnen? Leistung bitte, nur komplette Leistung. Komplette Leistung, alles klar. Kann man sie eventuell auch mitkaufen, oder? Nein. Das geht nicht, weil nebenan ist mein Mann. Wer ist denn Ihr Mann? Der mit dem Jeep nebendran. Ach, der mit dem weißen? Nein, direkt neben Ihnen mit dem Rot. Ach, mit der Kappe. Genau. Machen Sie mal das Leistungstuning. Ja, ich komme sofort. Du, komm mal her. Oh, was war denn das? Das war ja schon fast so heiß wie die Dame in meinem Auto gerade. Nur mal so. Ein Wort gegen die Dame und sie fliegen hier hochkant raus. Das war doch nichts gegen die Dame. Das war ein positives Feedback. Trotzdem ist es meine Frau. Ein typischer Mensch, der an einer Schizophrenie leidet. Sie hat eben gesagt, der Mann mit dem Roten ist... Ich gebe Ihnen einen Tipp. Lassen Sie sich das Auto machen und verlassen Sie die Werkstatthalle am besten so schnell, wie es geht. Entschuldigen Sie bitte, ich habe nur gesagt, die Frau sieht wirklich sehr gut aus heute. Wo liegt jetzt Ihr Problem? Ja, besser so. Lieber Maul halten. Dein Mann hat einen sehr empfindlichen Reizdarm, kann das sein? Wenn es um mich geht, immer. Ja, wird man damit so jemandem überhaupt glücklich, oder? Ja. Naja. Es ist besser, als wenn er sich gar nicht darum schert. So, es ist komplettes Leistungstuning drin. Das macht 5600. Mach Ihnen gleich die Rechnung fertig. Ich rede nochmal kurz mit Ihrem Mann, während Sie Rechnung schreiben. Nur nochmal so zur Info, ne? Da gibt's keine Info. Nur mal so, Ihr Bruder steht jetzt auch noch mit da. Jetzt wird die Luft für dich bisschen dünner. Und ich gebe dir einen Tipp. Ich pass auf meine Frau auf wie ein Schießhund. Und kommst du einmal bitte dazu? Ich glaube, wir müssen hier gerade mal was regeln. Ja, ist ja alles in Ordnung. Ich habe nur gesagt, die sieht halt gut aus. Nein, das ist nicht in Ordnung. Hör mal kurz zu. Hör mir zu. Das ist meine Schwester. Dreh dich um. Guck in meine Augen. Guck mir in meine Augen, habe ich dir gesagt. Die Frau sieht doch bloß gut aus. Du sollst mich angucken und in meine Augen schauen. Wenn ich noch einmal so einen Post irgendwo sehe, wenn ich nochmal so einen Post von dir irgendwo sehe, wie du gegen Frauen schießt, dann kriegen wir Probleme, ja, Moment, wir beide. Ja, um was geht es denn für einen Post? Ja, ist mir egal. Du weißt ganz genau, was ich meine. Dann sehen wir uns nochmal. Ich weiß wirklich nicht, was Sie von mir wollen. Herr Officer, der Mann hat mich gerade bedroht. Können Sie gerade die Konversation nicht unterbringen? Der Mann hat mich bedroht. Naja, alles klar. Ich fahr dann einfach. Ist in Ordnung. Nein, Moment. Entschuldigung, Ihre Rechnung. Ach so, ja, selbstverständlich. Können wir vielleicht noch ein Bild machen für meine Social-Media-Seite, dass ich hier war und getuned habe? Ich bin gerade gar keine Mitschwimmer. Die Werkstatt filmen, aber bitte mich nicht. Alles klar. So. Junge, ich höre den Mann im Hintergrund. Meine Frau und seine Schwester. Ich höre den Mann im Hintergrund reden. Wie wack. Haben Sie die Rechnung bekommen? Ja, habe ich. Können Sie jetzt mal hier aufhören, Fotos zu machen? Nur von der Werkstatt, Entschuldigung. Ja, das ist ziemlich unhöflich, wenn Sie mit einer Person sprechen. Tut mir leid. Haben Sie diese Akte akzeptiert? Ja, ist bezahlt. Tschüss, schönen Tag noch. Steig mal aus, du Pappnase. Wie bitte? Du sollst aussteigen. Wieso? Ich habe gerade mein Fahrzeug getunt. Mal raus aus der Karre. Nee, ich fahre jetzt nach Hause. Nein, nein. Fahr du mal nach Hause. Sag mal, was wollt ihr jetzt von mir? Hat euch einer irgendwie in den Kopf gekackt, oder? Sag mal deinen Namen, bitte. Nur aus Neugier. Martin, was los? Okay, Martin, wenn das nicht so ist, dann entschuldige ich mich bei dir. Was wollt ihr denn von mir? Nee, warum kackt ihr mich denn so schief von der Seite an? Martin, ich hab dir doch alles gut, ich hab mich bei dir entschuldigt. Nee, ich finde das äußerst unhöflich und ich werde dafür sorgen, dass der Schuppen komplett dem Erdboden gleich gemacht wird, ja? Und kannst du mir auch erklären, aus welchen Gründen? Und deine Schwester
ebenfalls. Ah. Nur mal so am Rande, wenn du deine Rechnung das nächste Mal Feuer bezahlen würdest, würde deine Lüge auch nicht auffallen. Ich hab doch meine Rechnung bezahlt. Gibt's irgendein Problem? Steig aus dem Auto. Ja, guck mal, was du auf Twitter gepostet hast. Was wollen Sie von mir? Lassen Sie mich in Ruhe. Das ist Belästigung, du lässt meine Familie in Ruhe, mein Freund. Steigen Sie mal bitte aus. Ich verstehe nicht, was Sie von mir wollen. Sie lassen mich jetzt einfach in Ruhe. Ja, mal aussteigen, hier spricht die Polizei. Sehen Sie das nicht? Also ich wollte nur noch mal gerade anmerken, dass die Leute von 1V, dem wohl gefangensten RP-Server der Welt, so salzig sind, dass sie mich nicht nur vom Server gebannt haben, sondern gleichzeitig auch auf Discord geguckt haben. Da haben sie dann wohl gesehen, dass es halt, ne, mein Discord und so Account, ne, weil ich hab den nicht getauscht. Und dann haben sie mich auch noch vom Discord gebannt. Also hier, ich kann nicht mehr beitreten. Dann kommt dann, upsi, Einladung kann nicht angenommen werden. Oh. Vielleicht haben ja andere Leute Bock, auf dem Server ein bisschen gutes RP zu betreiben. Also, nicht, dass ich sage, ich sollte mich da schlecht verhalten. Ihr könnt ja wirklich da halt so. Ne? Ich glaube, der Server wird für die nächsten 5 Wochen niemanden mehr durch die Einreise lassen können. Es wird einfach keiner mehr durch die Whitelist kommen, weil bei jedem einzigen Spieler werdet ihr ab jetzt Angst haben müssen. Oh, macht der gutes RP? Oder macht der gutes RP? Oh nein. Die meisten Server stellen das halt aus, weil das übelst OP ist, ne? Aber manche halt auch nicht. Entschuldigung, ich hätte eine Frage. Ja. Was? Was machen Sie? Nehmen Sie mich bitte mit. Ich habe Angst. Sie denken jetzt, ich bin das. Ah, du Matrix-Mutter. Sie denken, ich bin das. Ah, scheiße, ja. Aber ich bin's nicht. Ich war das nicht. Ey, das ist natürlich jetzt sehr doof gelaufen. Tragen Sie mich, hier ist ein Modder. Tragen Sie mich bitte zum MD, hier ist ein Modder, sonst sterben Sie. Tragen und zum MD bringen, hier ist ein Modder, sonst werden wir sterben. Oh, ist der dumm. Er rafft's nicht. Ich rede. Man kann reden, das ist Teamspeak. Man kann im Boden reden. Und jetzt hat er mich gebannt. Ah, der Server ist hinuntergefahren worden. Super. Ein paar Sekunden. Wie geht das? Wie? Also nur mal so zum Verständnis, ja? Ich habe gerade mit Absicht keine der Fragen beantwortet, weil ich mir zuerst dachte, oh, ich mach mal auf Discord den ihr Regelwerk auf. Dann bin ich auf den Discord gejoint, hab jetzt bestimmt 2-3 Minuten nach dem Regelwerk gesucht und jetzt bin ich einfach eingereist worden. Mit 0 von 7 Fragen richtig beantwortet. Krass. Hallo? Ja, hallo? Wie geht es Ihnen? Ja, sehr gut. Gibt's ein Problem? Ja, okay. Später. Was machen die da? Oh, halt die Fresse, das ist unlustig. Small, einmal rechts ranfahren, einmal rechts ranfahren. Entschuldigung, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Also, Sie können uns nicht mehr helfen. Ja, okay. Halt die Fresse! Und dann joint ihr auf den besten, geilsten und realistischsten 5M-Server. Warum tasern Sie mich einfach so? Das ist voll unfair. Können Sie mich mitnehmen, bitte? Nein. Dieses Serverteam ist auf jeden Fall kein Kinderserverteam oder sowas und macht richtiges RP mit euch. Die Polizei übrigens, ja? Die Polizei auf diesem wundervollen Start. Ich glaube, die Leute haben ein Riesenproblem mit RP mittlerweile. Naja, wenn es denen Spaß macht, was soll ich machen? It is what it is. Ist nicht mein Server, ist mir egal. Ist mir alles egal. Ich wollte einfach nur schauen. Beide. Ich kann nicht mal wachen. Beide. Ich meine, das habt ihr davon. Ihr seid selber schuld daran. Wirklich. Absolut selber schuld. Das Verhalten wird bestraft. Irgendwann später. Ey, Entschuldigung. Ey, schieß ihn mal raus. Kann ich... Wow. Danke. Warte kurz. Einen Moment, bitte. Small, piss ich mal jetzt. Kannst du mir bitte dein Auto geben? Bitte, bitte. Ich brauch das ganz kurz. Jetzt ist du so ein X-Men-Gang. Dieses Serverteam ist auf jeden Fall kein Kinderserverteam oder sowas und macht richtiges RP mit euch. Wie bitte? Das ist mein Wagen. Nee, du hast einen Wagen da. Lüg mich nicht an. Ey, sorry. Yo. Alter, das war mein Wagen. Digga, was ist denn mit denen los, hä? Nein, hier wird richtiges RP gemacht. RP-Server übrigens, ja? RP-Server. RP-Server, ja? Möchte ich hinzufügen. Name steht oben rechts.
sein, dass du dumm bist oder sowas? Digga. Joint ihr auf den besten, geilsten und realistischsten... Einer weniger. Sie lernen aber auch nie dazu. Yo. Yo, okay. Alles klar. Ich weiß zwar nicht, was die für Probleme haben, aber ich glaube, gesund ist das nicht. Einfach so Leute verprügeln, einfach so auf Leute schießen, dann irgendeine Verfolgungsjagd aufnehmen. Welcome. Richtiges RP spielen auf 5M. Ah, ich habe direkt alle 5 benutzt, die ich gekauft habe. Super Server. Ich glaube, da muss ich nochmal vorbeigucken am Würfelpark, ob es denn dann auch wirklich noch gut geht. Oh, Entschuldigung, das tut mir aber wirklich leid. Entschuldigung, sorry. Ich möchte nur festhalten, ne? Das hat alles einen Grund. Permanent von dem Server gebannt. Grund Troller. Willkommen im Support. Leider meldest du dich außerhalb unserer Support-Zeiten. Bitte versuche es zu einem anderen Zeitpunkt erneut. Ey, ich nehme alles zurück, ne? Es ist übrigens Samstag, ne? Es ist nicht irgendwie unter der Woche oder so, aber... Dieser Server! Puh, hui! Huiuiui! Wenn ihr Bock habt, auf 5M richtiges RP zu spielen, dann kommt auf diesen Server hier. Weil dieser Server möchte nicht euer Geld haben. Dieser Server möchte eure Spielmotivation haben und möchte richtiges RP spielen auf 5M. Hier steht zwar keine Einreise, aber irgendwie, Mein Name Borat. Hallo. Hallo, hören Sie mich? Ja. Folgen Sie mir mal bitte. Wie alt sind Sie denn? 34. Gut, das passt. Die Einreise haben Sie bestanden. Wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und viel Spaß in unserem Start. Das war die Einreise? Das war die Einreise? Ja, war gar nicht mal so schwer. Ah, Omi. Ah, nee, du bist hier. Bro, kannst du das vom Auto rausgehen? Ah, ja, sorry. Entschuldigung. Geh mal nochmal raus, bitte. Ah, ich geh mal gerade eine rauchen, ne? Ich geh mal gerade eine rauchen. Geh mal raus, Digga, verpiss dich. Ich darf doch im Auto rauchen, oder? Ja, kannst mal rausgehen, bitte. Nee, nee. Ah, ich glaube, Essen ist auch erlaubt in deinem Auto. War da gerade vor dir oder nach dir noch ein Typ in der Einreise? Ja, da war einer, der hat's nicht geschafft und wurde dann entfernt. Hat er sich angehört wie ein kleines Kind? Ja. Ach, der Wichser, Digga, der ist tatsächlich geschafft, Digga, so ein Land. Bro, du hast es geschafft? Oh Mann, der Wichser beim Auto. Der Wichser beim Auto sagt, dass du es nicht geschafft hast. Ja, Digga, ich bin jetzt weggefahren, aber ich bin in einer Minute da. Entschuldigung, mit wem redest du? Mit meinem Kumpel über Discord. Bitte, über was bist du am Reden? Über mein Telefon. Mhm. Über mein Telefon natürlich. Wie geht's denn? Weißt du, wie man den rausschmeißen kann? Bei wen? Der Typ, der hier sitzt, Digga. Ey, mach dich mal raus. Nee, ich will eigentlich hierbleiben. Oh. Ja, fahr mal einfach in die Stadt, Digga. Okay, wir Ne, ich will einfach hierbleiben. 20 Minuten später. Na, Jungs, was macht er hier so? Ich hab mir das nicht angeschaut. Beim Motor kann ich bis auf Motorstufe 5 gehen. Ja. Motorstufe 5, Jungs. Ja, mal. Motorstufe 5. So, Motorstufe 5 hast du gefragt. Ja, Motorstufe 5, mach mal. Alter, Papagei, kannst du mal woanders einen Vogel spielen? Oh, ist das der neue Golf 7? Nein, Mann. Ich wollte mal Motorstufe 5 tunen. Digga, ich hau dir gleich eine rein, du Pissfresse. Ich wollte Motorstufe 5 tunen, geht das noch? Nee, geht nicht. Ah. Ich stell mich einfach an. Okay. Kannst du tunen? Bist du Mechaniker? Nee, kann ich nicht, aber du kannst mal aussteigen, dann hau ich dir aufs Maul, du Wichser. Was passiert eigentlich im Kopf bei einer Schizophrenie? Ich hau dir gleich aufs Maul. Ja, dann steig doch aus, du Pissfresse. Du Versager. Komm, steig aus. Deine Frau habe ich auch gefickt. Steig aus. Und deine Mutter auch. Ja, meine Frau hat dich in den Arsch gefickt. Deine Schwester habe ich auch gefickt. Pissfresse, Alter, jetzt steig aus. Ja, komm, halt's Maul. Und deine dreckige Oma auch. Nachtiger Oma, Alter. Ja. Oh, sorry, ich wollte nur diesen Golf tunen, wenn das noch geht. Können Sie den nicht tunen, bitte kurz, oder reparieren? Bitte. Ich kann Ihnen Ihr Auto reparieren, wenn Sie wollen. Ja, bitte, ich zahle auch das Doppelte. Ein paar Sekunden später. Ja, ich habe was vergessen. Ich wollte noch die Farbe ändern, wenn es geht. Ja. Ja, ich fahre einfach noch mal kurz vorne hin. Och, Digga. Ja, können Sie einmal aussteigen, bitte? Ja, einen Moment. Sitzen mal. Digga! Scheiße, Alter. Na bitte, weniger weinen, ja? Ey, hör auf, den zu boxen. Das ist mein Homie. Oh, Alter. Nein, ich wurde gejailt. 20 Minuten Atmen, Knast.